wieder dabei seid in meiner Winter-Weihnachtswerkstatt und ich möchte mit euch zusammen Brennholzkerzen machen und wenn du möchtest, kannst du auch die Flammen selber machen in Upcycling. Meine Idee für euch, einfach und simpel umgesetzt und ich hoffe, es gefällt. Ich habe jetzt die Flamme eingeklebt. Unten schon mal ein Zartanband drumherum geklebt, flächig, so wie Optik von der Erde, vom Erdboden. Und es darf ruhig auch mal wirklich ein bisschen angeschlagen sein und es darf auch mal krumm sein. Ich finde, das hat wirklich einen Schick und es steht ja gut. Unten ist es sehr flach und dann kann ich das toll ausdekorieren. Und dazu habe ich mir aus Filz schon mal Rehkitze geschnitten und die klebe ich auf das Spuckband noch mal drauf. Das ist dann mein Vordergrund. Ja. Heißkleber geht am besten oder Kraftkleber und Silikon. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht zu sehr erschreckt. So, dann hat man schon wirklich so eine schöne Bordüre. Und das sehr natürlich gehalten. Vielleicht mag man das auch mal. Und dann passt immer ganz gut noch Holz dazu. Zapfen. Vielleicht auch mal eine Schneeflocke. 2, 3 auch mal in der größeren Größe. Und obendrauf bei die Flamme klebe ich immer sehr gerne noch Zapfen. Weil ich finde es sonst sehr langweilig. Und da habe ich euch auch schon gezeigt, die Zapfen kann man ganz toll färben, machen, tun in Eis und Schnee mit Hausmitteln. Ich kombiniere die ganz gerne immer und setze mir da wirklich so ein dreigeteilt dann immer sowas hin. Ich finde das schön, manchmal noch ein Ästchen dazu, Bündelholz. Und solche Sachen. Was auch ganz toll immer aussieht, ist vielleicht noch ein Ornament aus Metall oder Holzknöpfchen oder so irgendwie was. Das kann man dann noch ganz toll dazu mal machen, dass es wirklich edel aussieht. Ich möchte auch noch ein Schmuckband dazu machen, aber das wirklich jetzt dann mal ein bisschen filigraner. Und so, dass die Hirsche nicht verdeckt sind. Immer dran denken, noch mal einen Knoten rein, wenn da Perlchen und Sachen sind, dass die nicht rausrutschen oder dann noch mal verkleben die Bänder miteinander. Kannst du auch toll selber machen mit Paketschnur, ein Saturnbändchen, ein Schmuckbändchen und das noch dazu genommen. Muss man nicht auf Meter kaufen, ich mache die auch sonst selber, aber das war jetzt im Angebot. Und das hat sich angeboten, mal mitzunehmen. So. Also wie gesagt, hier dann erstmal Knoten rein. Funktioniert jetzt gerade nicht so durch die Streudeko. Muss ich mir ein bisschen Zeit lassen. Und dann funktioniert es auch. Aber dann wird wieder das Video so lange. Jetzt habe ich noch zusätzlich eine Schneeflocke drauf gemacht. Die kann man aus Heißkleber selber machen. Auch ein Video. Oder die kann man auch kaufen. Und zusätzlich mache ich jetzt noch ein Schmuckmetallteil drauf. Und dann habe ich wie eine ganz tolle Eisblume. Und ich mag es halt wirklich dann auch besonders und edel. Und dann kann man sich auch überlegen, möchte man unten vielleicht noch ein paar Pilze noch dazu kleben, noch vielleicht ein Bäumchen oder so, was das Ganze noch ein bisschen aufpeppt. Zum Beispiel so noch dazu. Also das liegt dann bei euch, wie ihr es gerne hättet, mehr oder weniger. So, dann gucken wir uns nochmal von nahen an. Die Rehkitze, noch der Baum unten drunter. Die Deko mit der Flamme.
Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest es auch umsetzen. Das sind ja immer nur Anregungen, so wie du das möchtest. Ich sag toll, dass du da warst, dass ihr mit mir kreativ gewesen seid. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin.